Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Hemstermeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute eine Geburtstagsmail, aber ich habe nicht Geburtstag, sage ich gleich. Und ich habe ja das Sternzeichen Liebeschip. genau. Guckt am Freitag rein auf Liebeschip oder hier auf YouTube. Es gibt was ganz Neues, die 28-Grad-Aktion am 28. August ab 18 Uhr für 28 Stunden bei hoffentlich 28 Grad mit dem Code 28 Grad. 28% auf all meine Kurse. Das gab es noch nie sowas. Und entsprechend, weil es so krass ist, ist es auch nur ein Tag. Es ist einfach Summer-End-Aktion, bevor wir wieder so langsam in die dunkle Jahreszeit kommen. Und die zweite, dritte, zehnte Corona-Welle. Ich weiß nicht, was gerade alles los ist. Das ist echt 3D des Grauens, ey, wirklich. Aber jetzt heute mal eine schöne Mail. Apropos 3D, ich biete jetzt auch gerne Sessions an zur Schnittstelle, Sinnfragen, Spiritualität. Genau. Also eine Nachricht von Litschkotschkola. Auch über solche Mails wie diese freue ich mich sehr. Hallo Christian, ich verfolge deinen Kanal schon mehrere Jahre. Hab dich auch schon mehrmals angeschrieben. Es kommt mir auch bekannt vor hier. Du hast eine Frage von mir als Video beantwortet und ich habe deine Kurse gemacht. Ich wollte dir schon länger schreiben, aber heute an meinem Geburtstag, ist jetzt natürlich schon 8 Tage her, also Namaste, sagt man ja immer so auf YouTube. einen herzlichen Geburtstag, also genau, fühl dich geherzelt von mir und ja, ich gratuliere dir auch für deinen Weg, den du gehst, ne? Muss ich echt sagen. So, wollte schon länger schreiben, aber heute an meinem Geburtstag habe ich ja nicht die Zeit gefunden. Und ich finde es ein guter Anlass. Ich möchte dir auf diesem Weg Danke sagen, deine Videos und Kurse haben mir sehr geholfen und helfen mir immer noch. Ich bin über ein Jahrzehnt durch toxische Beziehungen gegangen, angefangen in der Teenagerzeit und habe viele missbräuchliche Erfahrungen gemacht, auch in meiner Familie. Vor ein paar Jahren hatte ich nochmal eine super toxische Beziehung mit einem süchtigen Mann. Habe sehr viele Jahre Therapie gemacht, viel Geld in Selbstliebe investiert und es war ein harter Weg. Ich bin sicher noch nicht am Ende, aber dass ich heute, Jahrzehnte später sagen würde, dass ich glücklich bin, mit meinem Traummann verheiratet bin. Ja. Es geht. Ob ich beruflich verändert habe, hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Ich bleibe weiter dran und gehe meinen Weg weiter. Du hast mir immer Mut gemacht mit den Videos, die ich oft zum Einschlafen gehört habe. Ich habe mal gehört, das heißt Hemschemeiern. Ja, ich muss irgendwie eine beruhigende Stimme haben. Gut, zum Einschlafen gehört habe in so mancher verheulten Nacht. Merke gerade selbst, wie kitschig das klingt. Ja, ich liebe Kitschigkeit, also go for it. Aber es ist wahr und heute wollte ich dir sagen, danke, mach weiter so. Ja, ich hat mich sehr berührt, deine Mail. Ich danke dir von Herzen dafür. Freue mich sehr über solche Mails. Freue mich auch über Bewertungen von euch und solche Mails. Finde ich cool. Und spornt mich an, das weiterzumachen. Genau. Ja, habe ich sonst noch was zu sagen? Ja, heiß heute. So fucking heiß, ey. Also Hochsommer ist nicht meine Jahreszeit, muss ich ganz klar sagen, ey. Ich freue mich schon wieder so auf den Winter, auf Snowboard fahren und kühle Bergluft, ey. Ist nicht meins. Glaube ich eher der nordische Typ. Aber trotzdem, wir werden uns bald.